Willkommen zum großen Geo-Hamburg-Quiz. 7 Fragen testen dein Geografiewissen zur Hansestadt und wir sind uns sicher, dass fast keiner alle Fragen richtig beantworten kann. Aber vielleicht kannst ja du es. Deshalb los mit Frage 1. Was ist Hamburgs westlichster Ort? Für jede Frage gibt es 10 Sekunden Bedenkzeit. Wer hier auf das Leuchtfeuer Rissen getippt hat, der liegt leider falsch. Der westlichste Punkt Hamburgs liegt im Hamburger Wattenmeer und es ist die Insel Niggehörn. Gleich weiter mit Frage 2. Was ist Hamburgs nördlichster Ort? Das sollte ja schon etwas einfacher gewesen sein. Wenn da nicht wieder das Wattenmeer wäre, dann wäre es der Duvenstädter Brook. So aber ist es auch bei dieser Frage eine der Hamburger Kleininseln, und zwar Scharhörn. Frage 3. Was ist Hamburgs südlichster Punkt? Kleiner Tipp, es ist keine Insel. Offiziell liegt der südlichste Punkt der Hansestadt am Krauler Hauptdeich in Kirchwerder. Fast genauso weit im Süden ist aber auch das Zollenspieker Fährhaus. Deshalb gelten hier beide Antworten als richtig. Frage 4. Machen wir die Himmelsrichtungen komplett? Es fehlt damit noch der östlichste Punkt von Hamburg. Weiter östlich geht es nicht. Hamburg endet am Knollgraben unweit des Borghorster Elbdeichs in Altengarme. Respekt für alle, die das wussten. Bereit für Frage 5? Also los! Was ist das geografische Zentrum von Hamburg? Es ist die Luthereiche vor der Gertrudkirche auf der Uhlenhorst. Neben der Kirche, auf der südöstlichen Seite, ist das geografische Zentrum von Hamburg. Bei 53 Grad, 34 Minuten 8 Sekunden nördlicher Breite und 10 Grad 1 Minute und 44 Sekunden östlicher Länge. Frage 6. Wir suchen den höchsten Punkt in Hamburg. Und nein, es ist nicht der Telemichel. Richtig liegt, wer auf den Hasselbrack getippt hat, den höchsten Berg der Hansestadt in den Harburger Bergen. Und zum Schluss noch Frage 7. Jetzt geht es um den niedrigsten Punkt Hamburgs. Es ist Neuenfelde. Mit 0,8 Meter unter Normalnull liegt dieser Stadtteil ziemlich tief.